وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Heute fahren wir fort, bi'idhnillahi ta'ala, mit der Erklärung der 40 Hadithe von An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Das letzte Mal haben wir den zweiten Hadith behandelt. Den zweiten Hadith von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa abba. Und der dritte Hadith, liebe Geschwister, ist ein Teil, ungefähr gleich wie der zweite Hadith. Deswegen werden wir ihn überspringen, aber ich lese ihn trotzdem vor. Bi'idhnillah ta'ala an Abdirrahman, Abdillah ibn Umar, ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, buniyan islamu ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. So berichtet Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar, berichtet, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, der Islam ist auf 5 Säulen gebaut. Auf dem Bekenntnis, dass es keinen gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Dass man das Gebet verrichtet und die Abgabe dieser Zakat entrichtet. Und dass man zum Hause Allahs Azza wa Jal pilgert und dem Fasten im Ramadan. Also ihr merkt, im Vergleich zum zweiten Hadith ist die Reihenfolge etwas anders. Aber die 5 Säulen sind die 5 Säulen. Und sie sind hier benannt. Und wenn wir über die 5 Säulen des Islam sprechen, liebe Geschwister, eigentlich ist das traurig, dass wir heutzutage den Leuten hinterherrennen müssen und ihre Hände und ihre Füße küssen müssen, damit sie beten. Und das ist eine Säule vom Islam. Und damit sie fasten, und das ist eine Säule vom Islam. Damit sie ihre Zakat entrichten, und das ist eine Säule vom Islam. Und genauso auch, dass man zum Hajj pilgert. All dieses sind Säulen des Islams. Und die Gelehrten haben diese Säulen beschrieben als äußerliche Taten. Das heißt, Taten, die sichtlich äußerlich sind. Wenn du jemanden anschaust, dann siehst du, wie er betet. Na, dann siehst du, wie er betet. Und das sind äußerliche Taten. Diese äußerlichen Taten sind natürlich hier in den Säulen mit integriert. Aber vergesse nicht, als wir das letzte Mal den Unterschied klar gemacht haben zwischen den Säulen des Islams und den Iman, das heißt den tatsächlichen Glauben, so haben wir auch erwähnt, dass es einen Unterschied gibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel in Surat Al-Hujurat, er sagt, قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Die Araber, die wüsten Araber, haben gesagt, wir sind Gläubige. So hat Allah den Gesandten sallallahu alaihi wasallam befohlen, ihnen zu sagen, nein, vielmehr seid ihr Muslime. Das heißt, hier haben wir eine Trennung zwischen Islam und Iman. Weil der Islam sind die äußerlichen Taten. Wie gesagt, das Gebet, das Fasten, die Zakat, die Hajj, das sind die äußerlichen Taten. Was aber den Iman anbelangt, so muss dein Herz auch mitwirken bei diesen Taten. Weil diese äußerlichen Taten kann praktisch auch wer machen? Ein Heuchler oder ein Käfer, in welcher Art auch immer. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Baqarah, لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. Und dann zählt er die Säulen des Imans auf. Es ist nicht der vollständige Glauben, Al-Birr, dass man nur sein Gesicht in Richtung der Gebetsrichtung dreht. Ja, viele beten. Und viele, die beten, werden auch in das Höllenfeuer gehen.
Es ist nicht ausreichend, dass du betest, denn du kannst beten mit einem verdorbenen Herzen. Du kannst ein Munafiq sein. Beten die Heuchler? Ja oder nein? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns das in Surat An-Nisa. Allah azza wa jal sagt, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ. Wahrlich, die Heuchler wollen Allah betrügen, aber Allah führt sie herum, subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, sagt Allah azza wa jal, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf. Aber stehen sie auf? Sie stehen auf. Und deswegen macht Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ein wunderschönes Gleichnis, ein wunderschönes Beispiel, welches er geprägt hat. Er sagte, zwei Leute beten in der Masjid nebeneinander. Hinter demselben Imam, sie sagen dasselbe, sie machen dieselben Ausführungen und einer ist in Illiyin, das heißt im höchsten Paradies, während der andere in Asfal al-Safilin ist, im niedrigsten Höllenfeuer. Der eine ist ein Mu'min, der andere ist ein Heuchler. Und daher, es reicht nicht nur, dass du deine äußerlichen Taten bekundest, nein, vielmehr müssen sie begleitet sein von einem Herzen, welches tatsächlich an Allah Azza wa Jalla glaubt. Ein Herz, welches den Tag, den jüngsten Tag oder den letzten Tag besser gesagt, fürchtet. Dieses muss alles mitwirken. Die bloßen Bewegungen, Alhamdulillah, dass du erstmal etwas vom Islam machst, aber das ist nicht ausreichend. Und insofern haben wir das letzte Mal erklärt, liebe Geschwister. Jeder Gläubige ist ein Muslim, aber nicht jeder Muslim ist ein Mu'min. Und subhanallah, bedenkt diese Überlieferung als, ich denke, sie ist von Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu arda, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, als er einmal zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam kam, so sagte er zu ihm, Ya Rasulallah, a'tihi ay min al-ghanima, fa'innahu mu'min. O Gesandter Allahs, gib ihm, der gerade auch mit uns mitgekämpft hat im Dschihad, gib ihm etwas von der Kriegsbeute, denn er ist ein Mu'min. Hört die Antwort von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, awa Muslim oder doch nur ein Muslim, weil er uns auch beibringen wollte, jemand kann äußerliche Taten machen, aber was ist in seinem Herzen? Auch wenn er kein Munafiq ist, auch wenn er nicht eine Person ist, der Riya macht, das bedeutet, der sich vor den anderen Menschen zeigt, so kann er trotzdem ein verdorbenes Herz in dem Sinne haben, dass er ein Sünder durch und durch ist und diese Taten ihn gar nicht bewirken. Wie viele Leute haben wir erlebt, die vom ersten Tag vor Ramadan bis zum letzten Tag vor Ramadan in den Moscheen gewesen sind, mitgebetet haben, mitgefastet haben, ja sogar die Moschee sauber gemacht haben und du konntest die Uhr einstellen, am letzten Tag waren sie verschwunden. Ich habe das selber erlebt. Das heißt, haben diese Taten ihn bewirkt? Antwort, nein. Diese Taten hatten keinen Einfluss auf diese Person. Und das ist falsch. Natürlich, wenn wir ein gesundes Herz haben, dann müssen diese Taten uns bewirken. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ankabut sagt, er sagt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Das bedeutet, dieses Gebet muss einen Einfluss auf dich haben. Und als Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht nur gesagt hat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen, das ist der Grund, warum Allah uns erschaffen hat. Richtig. Und das weiß jeder Muslim, alhamdulillah. Der Grund, warum wir hier auf der Erde sind, ist, damit wir Allah dienen. Aber was ist der Zweck der Dienerschaft? Was soll daraus resultieren, dass wir Allah dienen? So sagt er uns in Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattakun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat, und diejenigen, die vor euch waren, jetzt kommt der Grund,
damit ihr gottesfürchtig werdet. Das heißt, das Ziel hinter einer jeden Ibadah ist, dass wir was werden? Gottesfürchtig. Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben alle den glorreichen Monat Ramadan, alhamdulillah, gefastet, als Allah über Ramadan gesprochen hat in Surat Al-Baqarah, sagte er subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykum as-siyam. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten, so wie es denjenigen, die vor euch waren, ebenfalls aufgetragen wurde, damit ihr gottesfürchtig werdet. Das ist das Ziel hinter einer jeden Ibadah. Und jetzt für uns, damit wir nicht nur etwas Theoretisches lernen, auch praktisch, was können wir über uns sagen, wenn wir beten schon seit 10 Jahren und fasten schon seit 10 Jahren und die Ibadat machen in dem Sinne, wie wir sie auch kennen, über Koran lesen, spenden, Dhikr und so weiter, aber wir haben uns nicht geändert. Was können wir darüber sagen? Bitteschön. Das muss nicht mit der Aufrichtigkeit zu tun haben. Krankes Herz. Ein Herz, welches nicht mit dabei ist. Schaut mal, subhanallah, barakallahu fikum, möge Allah Azzawajal uns segnen. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, eine Ibadah, wenn sie dich nicht ändert, dann hast du diese Ibadah falsch gemacht. Dann hast du was? Diese Ibadah falsch gemacht. Und nicht nur, dass du sie falsch gemacht hast. Diese Ibadah hat dich nicht bewirkt. Warum? Es gibt eine Fehlerursache bei dir. Was könnte so eine Fehlerursache sein? Dass dich diese Ibadah nicht bewirkt. Die Absicht. Natürlich, aber wir gehen jetzt davon aus, dass er die Absicht für Allah Azza wa Jalla macht. Und sehr gut. Dass man die Ibadah macht, ohne anwesend zu sein mit der Seele. Mit dem Herz. Und wir sehen das, und es gibt eine Überlieferung von Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu wa, einer der großartigen Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Und Ibn Rajab al-Hanbali, rahimullah ta'ala, hat diese Überlieferung als authentisch klassifiziert. So hatte er den Kindern von ihm, Abu Musa al-Ash'ari, eine Geschichte erzählt von Sahibur Raghif, über den Mann des Brotes. Dieser, so sagte Abu Musa al-Ash'ari, es gab ein Abid in der damaligen Zeit, der Allah lange, lange, lange Jahre angebetet hat. Sehr lange. Und eines Tages, als dieser Abid herausgegangen ist, um sich etwas an Proviant zu kaufen, weil er war die ganze Zeit im Gotteshaus und hat Allah angebetet, so hat er sich in eine Frau verguckt, die wunderschön war. Und er ist mit ihr 7 Tage zusammen gewesen im Haram. Als er zu sich kam und gemerkt hat, was er getan hat, so ist er herausgerannt aus ihrem Haus und ist in irgendeine Richtung gelaufen und hat nach jedem Schritt eine Sajda, eine Niederwerfung folgen lassen. Bis er zu einer Gruppe von Mönchen kam, sie waren 12 in der Anzahl, die jeden Tag, weil sie Masakin, Arme waren, Brot bekommen haben. Also hat er sich zu ihnen gesellt. Und als ihm das Brot verteilt wurde, hat natürlich einer das Brot nicht bekommen. Weil der die Sinner gemacht hat, hat sich einfach angeschlossen, hat ein Brot bekommen, zu Unrecht. Es war nicht für ihn vorgesehen. Und dann fragte der eine, der sonst immer sein Brot kriegt, er sagt, wo ist mein Brot? So wurde sie ihm gegeben von diesem Mann. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Abid, der Allah 70 Jahre angebetet hat, Allah hat die Seele von ihm genommen. Allah hat was? Die Seele von ihm genommen. Und so wurden, wie es in der Überlieferung heißt, die 7 Tage Sinner im Vergleich zu 70 Jahren Gottesdienst gewogen und die 7 Tage Sinner waren schwerer. Die 7 Tage Sinner waren schwerer. Und die Gelehrten haben darüber geredet. Wie kann es sein, dass 70 Jahre Ibadah weniger wert waren als 7 Tage in Sinna, in Sünde zu leben? Wer gibt mir eine Antwort? Wer gibt mir eine Antwort?
Jazak Allah. Bitte schön. Das Gebet nicht richtig verrichtet, das ist das Problem. Ah, sehr schön. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, einer von euch betet und er bekommt nur ein Achtel an Lohn, ein Sechstel, die Hälfte, ein Viertel, nein sogar nichts an Lohn. Und das ist das Problem, dass wir unsere Ibadah nicht machen, um Allah näher zu kommen, sondern wir machen die Ibadah, um sie hinter uns zu bringen. Und das merkst du. Du merkst das bei einer Person. Wie kann es sein, dass eine Person im Gebet weint, Khushu' hat, er demütig ist, konzentriert ist, er es liebt, das Gebet so lang wie möglich zu ziehen, aber andere Leute, sie wollen in einer Minute fertig sein mit dem Gebet, damit sie sagen, ich habe es hinter mir gebracht. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das war die Anfangszeit in Makkah. Und jeder von euch weiß, wie schwer es für die Muslime in Makkah gewesen ist, weil die Muslime wurden getötet in der damaligen Zeit. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch seine Ruhe gesucht. Weil ihr müsst wissen, er wurde gejagt, es wurde ein Kopfgeld auf ihn gesetzt, die Muslime wurden getötet. Das war keine leichte Situation. Aber worin hat er seine Erfüllung gefunden? Er sagte, ja Bilal, azzin. Ra'ihna biha. O Bilal, mach den Adhan und lass uns unsere Ruhe finden im Gebet. Er sagte was? Lass uns in unsere Ruhe im Gebet finden. Was uns heute anbelangt, wir sagen, lass es uns heute hinter uns bringen. Shattana, shattana, bayna rajulayn. Was für ein Unterschied zwischen diesen beiden. Und daher, was haben wir gesagt? Der Islam, welche Taten sind das? Das sind die. Ich habe eine halbe Stunde geredet. Na, die äußerlichen Taten, sehr gut. Während der Iman, was? Die innerlichen Taten sind. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich will diesen dritten Hadith nicht zu lang machen, weil wer auch einige Informationen haben will, er kann zurückkehren zum zweiten Hadith. Da haben wir auch diese Sache gemacht. Aber ist jeder, der sich gläubig nennt, auch ein Muslim? Frage an euch. Ist jeder, der sich gläubig nennt, auch ein Muslim? Warum nicht? Jeder Mu'min ein Muslim ist und okay. Nicht. Okay, aber ist jeder, der sich gläubig nennt? Bitte. Nein, weil viele zum Beispiel beten nicht schon. Ja, ihr guckt nur auf die Muslime. Angenommen, jetzt bei uns einer von Ahlul Kitab. Wer sind die Ahlul Kitab? Richtig. Er sagt, ich bin gläubig. Ist er nach unserer Religion gläubig? Nein. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, ay muslim. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau und er ist dabei, das ist die Bedingung, ein Gläubiger bedeutet ein Muslim. Nicht jeder, der sich gläubig nennt, ist auch ein Gläubiger. Es gibt auch unter den abgeirrten ursprünglichen Muslimen Leute, die sich gläubig nennen. Zum Beispiel einer sagt, als Alevite, ich bin gläubig. Ist er gläubig? Einer sagt von den Ahmadiyya, ich bin gläubig. Sagen sie das oder nicht? Ist er gläubig nach unserer Religion? Nein. Sondern wer ist der Gläubige? Das ist derjenige, der auch den das Glaubensbekenntnis spricht. Aber nicht nur spricht. Der Gläubige ist bei uns auch derjenige, der diese innere Überzeugung hat, nicht nur spricht, sondern auch was? Innere Überzeugung hat und auch mit seinen Taten handelt. Weil heutzutage hast du diese Gruppierung, wir nennen sie Murji'a, das heißt, sie sagen, deine Taten haben keinen Einfluss auf den Iman. Deine Taten haben keinen Einfluss auf den Iman. Und das ist eine Katastrophe, diese Aussage. Weil, wie Al-Shafi'i berichtet, dass es einen Ijma' gab unter den Sahaba, Tabi'in, Tabi' Tabi'in, unter den ersten drei Generationen, und das ist für uns das Entscheidende, dass sie gesagt haben, der Iman besteht aus das Sprechen mit der, das Verinnerlichen und das Übersetzen mit den Taten. Das ist der Iman. Und er sagte, zwei ohne eine Sache werden nicht angenommen. Der Iman ist ein
besteht aus diesen drei Säulen, die müssen vorhanden sein. Die müssen was? Vorhanden sein. Ich meine, wenn du jetzt das Maghrib-Gebet nicht mit drei Rak'a betest, sondern mit zwei Rak'a, was ist das Urteil? Ungültig. Und so kannst du das sehen im Iman. Wenn du nur zwei Sachen machst und nicht die letzte Sache, dann hast du einen ungültigen Iman. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zum Guten leiten. Allahumma amin. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, in eurer geehrten Anwesenheit, werden wir den vierten Hadith machen, liebe Geschwister. Und zwar ist das ein gewaltiger Hadith an Abi Abdirrahman Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. So heißt es sinngemäß, dass Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der die Wahrheit spricht und der Glaubhafte ist, er sagte: Wahrlich, die Schöpfung, das heißt, so wie wir entstehen, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Bauch seiner Mutter zusammengefügt. Wird im Bauch seiner Mutter zusammengefügt. Und jetzt hört ihr eine Sache, die haben die Wissenschaftler in den letzten Jahrhunderten herausgefunden. Warum? Weil infolge der technischen Errungenschaften in der Medizin konnte man jetzt einen Blick nehmen in den Bauch der Mutter. Wie passiert das? Wie können die Ärzte sehen, was im Bauch der Mutter passiert? Zum Beispiel durch Ultraschall. Ultraschall. Die Geräte, die Hassan Abu Shu'aib repariert, alhamdulillah. Durch Ultraschall. Jetzt berichtet er uns eine Sache, die man damals hätte gar nicht wissen können. Aber weil das was ist von Allah, Wahi, Offenbarung, so hat er uns genau den Entwicklungsprozess von einem Fötus, der im Bauch der Mutter beginnt und wie er sich weiterentwickelt. Allahu Akbar. Er sagt wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Bauch seiner Mutter zusammengefügt. 40 Tage erstmal als ein Samentropf. Dann ist er genauso lange ein Blutklumpen. Und anschließend wird dieser Klumpen, Blutklumpen, genauso lange ein Fleischklumpen. Daraufhin wird der Engel zu ihm entsandt, welcher ihm die Seele einhaucht, um welchem vier Wörter befohlen werden. Das heißt, dem Engel werden vier Wörter befohlen. Das Aufschreiben seiner Versorgung von demjenigen, der jetzt gerade im Bauch seiner Mutter ist, es wird seine Versorgung geschrieben, seine Lebenszeit, seine Taten und ob er unglücklich oder glücklich sein wird. Und dann sagte er, alayhi salatu wassalam, bei Allah, außerdem es keinen gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Wahrlich, jemand von euch, sehr gefährlich, wird tatsächlich die Taten der Bewohner des Paradieses machen, bis zwischen ihm und diesem Paradies nur eine Elle entfernt sein wird. Sodann aber geschieht das Geschriebene und er wird dann die Taten der Höllenbewohner begehen und wird aufgrund dessen in das Höllenfeuer hereingehen. Und wahrlich, jemand von euch wird tatsächlich die Taten der Bewohner des Höllenfeuers ausführen, bis zwischen ihm und diesem Höllenfeuer nur eine Elle sein wird, sodann aber das Geschriebene, das Schicksal ihn einholt und er dann die Taten der Bewohner des Paradieses vollbringt und dann in dieses Paradies eintreten wird. Allahu Akbar. Ein sehr gefährlicher Hadith. Und lasst ihn uns studieren, liebe Geschwister, wie ich gesagt habe. Der Fötus hat ein Entwicklungsstadium.
Wie konnte man das damals herausfinden? Gar nicht. Das ist Offenbarung von Allah. Allah ist der Kenner über alles, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, was du heute siehst, was die Medizin heute herausfindet, schau im Koran, wie viele Wunder es gibt, die Allah damals schon beschrieben hat. Aber was nützen diese Wunder jemandem, der ein gesundes oder krankes Herz hat? Ein krankes Herz hat. Schaut mal, das Volk von Bani Israel, sie waren mit Musa alaihi salatu wassalam. Was haben sie an Wunder mit ihm direkt erlebt? Wer sagt mir, welche Wunder haben sie direkt erlebt? Und ihr wisst, ich rede mit euch gerne über den Koran. So weiß ich, ob ihr Netflix seid, Freunde, Ahlul Netflix oder Ahlul Koran. Möge Allah uns von Ahlul Koran. Na, was haben wir an Wunder im Koran? Eine Meerspaltung. Die Spaltung des Meeres. Bani Israel, als sie gesehen haben, sie waren mit Musa alaihi salatu wassalam auf der Flucht, so war hinter ihnen wer? Pharao und seine Soldaten. Und sie schienen sie schon eingeholt zu haben und Musa alaihi salatu wassalam flüchtete schon mit Bani Israel. Bis zu einer bestimmten Grenze, wo mussten sie Halt machen dann? Vor dem Meer. Dann hat Allah Azza wa Jal Musa alaihi salatu wassalam befohlen, dass er mit was schlagen sollte? Mit seinem Stock auf dem Meer. Es gibt eine andere Eier auf dem Boden. So schlug er mit dem Stock auf dem Meer und so spaltete sich das Meer. Ganze Wassertürme entstanden nach oben gereiht. Allahu Akbar. Und Allah hat wie viele Wege freigemacht im Meer? 12 Wege. 12 Wege, warum 12 Wege? Weil sie waren 12? Für die 12 Völker von. Genau, sie waren 12 Städte. Und sie gingen durch diese Wege, durch das Meer und keinen hat nur etwas an Wasser berührt. Wer hat das gesehen mit seinen eigenen Augen? Bani Israel. Und dann hatten sie Hunger gehabt und haben Musa um Essen gebeten. Dann hat er Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Was hat Allah herabgesandt vom Himmel? Ha? Nein, nicht die Milch. Wachteln. Manna wa? Sehr gut. Wachteln. Das ist eine Delikatesse. Das ist nicht eine Sache, die jeder von uns hat. Okay, jeder von uns kann sich ein Toastbrot leisten. Stimmt. Aber Wachteln. Wann hast du mal Wachteln gegessen? Du weißt nicht mal, was das ist. Das ist eine Delikatesse. Das kann sich nicht jeder leisten. Also hat Allah Azza wa Jal Al-Manna wa Salwa herabgesandt, bratfertig in ihre Hände. Sie mussten nur noch reinbeißen. Sie haben das gesehen. Was haben sie noch gesehen bei Israel? Wie der Tod über sie. Ja, ja, sehr gut. Aber noch ein ganz, ganz, ganz besonderes Ereignis. Ja, das sind auch sehr schöne Beispiele. Das haben wir gerade erklärt. Ihr müsst wissen, Allah hat vor ihren Augen einen Toten wieder lebendig gemacht, damit sie ihn befragen konnte. Das haben sie alles gesehen. Das Meer, sie haben die Wachteln gegessen, bratfertig in ihren Händen und sie haben sogar einen Toten gesehen, wie er wieder lebendig gemacht wurde. Schaut mal, was Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Al-Baqarah. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةَ او أَشَدُّ قَسْوَةً. Daraufhin haben sich eure Herzen verhärtet, so dass sie sogar so hart wurden wie Stein oder noch härter. Was sagt Allah? ثُمَّ bedeutet was? Daraufhin, nachdem ihr was gesehen habt. All diese Wunder. Und Allah hat uns diese Wunder klar gemacht im Koran. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet in Surat Ar-Rahman, welche Gegebenheit mit den Meeren? Hä? Was berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala über die beiden Meere? Das sind zwei unterschiedliche, aber die vermischen sich nicht. Sehr gut. Das sind zwei Meere, die nebeneinander fließen, aber nicht ineinander eindringen. Allah hat zwischen ihnen was gemacht? Eine unsichtbare Wand. Sehen wir diese Wand? Wir sehen sie nicht. Aber kein Gewässer fließt in das andere Gewässer ein. Und das eine Gewässer ist salzig, das andere süß wie ihr.
salzig und süß. Und ihr wisst, im Salzwasser leben bestimmte Tiere, die könnten im Süßwasser nicht überleben und umgekehrt. Und Allah lässt diese nebeneinander fließen. Wer sagt mir die Eier? Surat Al-Rahman, aber ich will die Eier. Ich sagte das letzte Wort, Yaltaqiyan. Maraj al-Bahraini Yaltaqiyan. Bainahuma Barzakhun la yabghiyan. Und die Flüsse fließen nebeneinander, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es gibt zwischen ihnen eine Trennwand, die wir nicht sehen. Die wir alle nicht sehen, aber es gibt sie. Und subhanallah, ein Bruder sagte mir, er war an dieser Stelle, schaut mal, subhanallah, manche gehen in ein Kunstmuseum und schauen sich ein Bild an. Wallahi, mein kleiner 6-jähriger Sohn kann ein besseres Bild machen. Und der steht 2 Stunden und sagt, oh, oh, und was sehe ich da und so. Der hat gekifft, deswegen sieht er Sachen, die kein anderer sieht. Aber subhanallah, manche fahren wo an Orte, wo Wunder existieren. Und er sagte mir, als er an diesem Ort war, weiß einer, welche Stelle das ist? An diesen beiden Meeren? Dein Lieblingsland, Marokko. Marokko, richtig. Da gibt es einen Ort, da treffen diese beiden Meere aufeinander. Und er sagte zu mir, an diesem Ort, subhanallah, brodelt es. Die ganze Zeit, als ob du merkst, die Erde bewegt sich. Ajib. Und das ist ein Wunder. Allah subhanahu wa ta'ala. Für einen Moment habe ich mich in Berlin gefühlt hier, Alhamdulillah, die ganze Zeit Krankenwagen und Einsatzwagen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Meer beschrieben. Aber was ist los? Weil, komm aber jetzt nicht wegen mir, oder? Allahu a'lam. Hat sich einer hier versteckt unter uns? Okay, Alhamdulillah. Schaut mal, subhanallah, Allah, als er über das Meer gesprochen hat, hat er beschrieben die Tiefe des dunklen Meeres. Weil je tiefer du im Meer voranschreitest, umso dunkler wird es. Was ist der tiefste Punkt im Meer? Wir wollen auch natürlich bei Abul Bara Biologieunterricht machen, nicht nur Islam. Marianengraben. Wie tief ist er? 14 Kilometer. Okay, du hast andere Informationen, aber Google ist sehr flexibel. Bitte. Tief wie der Berg von... Okay, es gibt, das ist der Mount Everest, aber sehr schön. Nächstes Mal die Seite nochmal genau nachgucken. Auf jeden Fall. Es variiert, weil der Marianengraben ist nicht ein einheitlicher Graben. Es kann eine Stelle geben, wo er tiefer ist als einer, aber ungefähr 10 Kilometer tief. Wer hätte damals sehen können, dass es so tief ist? Wer? Gab es Taucher damals? Habt ihr von irgendeinem Sahabi gehört, der tief getaucht ist? Nein. Das heißt, das sind Wunder, die uns beschrieben wurden, die kein Mensch zuvor gewusst hat. Aber, was haben wir gesagt? Diese Wunder sind nur für gesunde Herzen. Möge Allah uns gesunde Herzen geben. 40 Tage als ein Samentropfen, dann ist er genauso lang wie ein Blutklumpen und anschließend wird dieser Blutklumpen genauso lang wie ein Fleischklumpen. Ah. Natürlich, der Ursprung von dem Mensch ist der Samentropfen. Nicht, dass man denkt, der wird benötigt, damit Allah etwas erschafft. Hat Allah uns auch eine Schöpfung erschaffen ohne Samentropfen? Wen? Jesus. Isa alayhi salatu wasalam. Jesus. Das macht Almani, Alter. Isa alayhi salatu wasalam. Wen noch? Adam alayhi salatu wasalam. Sind sie durch einen Samentropfen zustande gekommen? Nein. Aber Allah hat beschlossen, bestimmt subhanahu wa ta'ala, und er bestimmt, was er will, dass die nachfolgende Generation von Adam durch was zustande kommt? Durch einen Samentropfen. Das ist der Ursprung. Aber braucht Allah das? Allah braucht das nicht. Subhanahu wa ta'ala. Aus diesem Samentropfen wird ein Blutklumpen. Wer sagt mir im Arabischen das Wort? Hä? Nutufa. Nein, Nutufa ist Samentropfen. Alaqa. Alaqa kommt von welchem Verb? Was heißt aufhängen auf Arabisch? Allaqa. Das ist von diesem Wort. Und dieses Blutklumpen, liebe Geschwister, entsteht nach einer Zeit, so wie die Mediziner es heute herausgefunden haben.
Und aus diesem Blutklumpen entsteht dann ein Fleischklumpen. Das ist wie ein Stück Fleisch, wo du mit den Zähnen hereingebissen hast. Schaut mal, wie Allah das benennt, Mudra. Das heißt, ein Fleischklumpen, wo du hereingebissen hast. Wallahi, schreib das einfach. In Google gebe das ein, damit du auch dein Iman stärkst. Guckst du mal was anderes als eine Tennisspielerin oder sonstiges. Gib das ein bei Google und du wirst sehen, dein Iman steigt. Genau wie Allah das beschrieben hat. Wer hatte das damals wissen können? Es gab keine Ultraschallgeräte. Allah al-Alim. Er ist derjenige, der über alles Bescheid weiß. Subhanahu wa ta'ala. Daraufhin wird der Engel zu ihm entsandt. Allah sendet dann Engel zu wem? Zu demjenigen, der jetzt dabei ist, im Bauch der Mutter zu gedeihen. Und passt auf, ihr Geschwister. Es gibt eine Ayah im Koran, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Allah weiß, was in den Gebärmüttern ist. Es gab Leute, die leider unwissend sind und gedacht haben, ja, heutzutage weiß das auch die Medizin. Die Medizin weiß, ob es ein Junge oder ein Mädchen. Im Übrigen, das stimmt nicht immer, was sie sagen. Wisst ihr auch, ja? Das stimmt nicht immer. Manchmal haben sie sogar Zwillinge übersehen, da drinnen im Bauch. Unabhängig davon, das ist gar nicht gemeint. Was heißt hier, er weiß, was in den Gebärmuttern ist, subhanahu wa ta'ala, das bedeutet? Er weiß, was im tiefsten Herzen ist. Nein, Gebärmütter. Wir reden jetzt nicht über die Herzen, sondern wie lang wird dieser Fötus leben, weiß das der Arzt? Wie wird er gedeihen, weiß das der Arzt? Allah weiß, was in den Gebärmüttern der Mütter ist. Meine Mutter, Allah yahfadha, sagt immer Gewehrmutter. Gewehr. Möge Allah unsere Eltern im Guten bewahren. Das heißt, Allah schickt dann Engel zu wem? Zu diesem Fötus. Und diese Engel, welche ihm die Seele einhauchen, werden mit vier Wörtern befohlen. Das heißt, die Engel sollen vier Dinge aufschreiben. Wer hilft mir? Welche vier Dinge? Den Niederschreiben seine... Ohne Schauen, nein. Lebensunterhalt? Lebensunterhalt, also so wie er lebt. Riss, genau, Versorgung. Glücklich oder unglücklich? Glücklich oder unglücklich? Das Lebensalter? Und? Das ist glücklich oder unglücklich? Dann sagst du zum dritten Mal das falsche Nein. Allerdings. Sag Amin. Die Taten. Das wird niedergeschrieben. Und ich möchte bitte eine Sache aufklären, weil viele Leute machen hier einen Fehler. Nein, sie werden sogar Kuffar durch diese Sache. Diese Sache ist, dass sie denken, wenn schon alles niedergeschrieben ist, was nützen einem dann noch? Die guten Taten. Wir kommen gleich dazu, beten in der Tat. Schaut mal. Erstmal müssen wir wissen, es gibt das Buch der Engel, weil diese Engel haben was? Die Aufgabe? Vier Dinge niederzuschreiben. Die Gelehrten nennen das Suhuf al-Malaika. Suhuf al-Malaika. Das heißt, das sind die Bücher der Engel. Dann gibt es im Gegenteil zu den Suhuf al-Malaika was von Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Lawhul Mahfuz. Das ist die wohlverwahrte Tafel. Tayyib. Kann es sein, und wir haben einen Beleg dafür, ein Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn sein Lebensalter erhöht, und seine Versorgung ausweitet, soll was machen? Die Überlieferung ist, denke ich, bei Imam Ahmad. Was soll er machen? Sehr gut. Seine Verwandtschaftsbande pflegen. Jetzt kommt bei uns direkt in den Kopf, subhanallah, Al-Qadr, kann das geändert werden, die Vorherbestimmung? Wir sollten wissen, was gibt es an Büchern? Die Bücher der Engel. Und es gibt die Lauhul Mahfuz, die wohlverwahrte Tafel. Was ist der Ursprung von dem und dem? Auf der wohlverwahrten Tafel steht alles niedergeschrieben, wie es auch kommen wird. Alles.
unveränderbar. Alles und unveränderbar. Was ist dann mit diesem Hadith? Derjenige, der möchte, dass Allah sein Lebensalter erhöht und ihn seine Versorgung ausweitet, so soll er seine Verwandtschaftsbande pflegen. Richtig. Die Engel kommen zu diesem Fötus und sie sollen was niederschreiben, unter anderem sein Lebensalter. Jetzt schreiben sie 50 Jahre. Okay? Natürlich, sie wurden befohlen von Allah Azza wa Jalla. So schreiben sie 50 Jahre, er wird 50 Jahre, diese Person. Aber diese Person hat seine Verwandten regelmäßig besucht, war gut zu seinen Verwandten. So hat Allah ihn nicht 50 Jahre gewährt an Lebensalter, sondern zum Beispiel 70 Jahre. Wie passt das zusammen? Allah sagt das im Koran. In Surat Ar-Ra'd, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah löscht, was er will. Was? Er löscht, was er will. Worauf bezieht sich das? Worauf bezieht sich das? Bitte schön. Auf das, was der Engel geschrieben hat. Sehr gut. Auf Suhuf al-Malaika. Weil auf diesem Blatt stand, wie viele Jahre bekommt er, der Diener? 50 Jahre. Nein, nein, auf dem Suhuf al-Malaika. 50. Aber Allah hat ihm 70 gegeben. Allah hat das gelöscht. Aber auf der wohlverwahrten Tafel steht 50 oder 70? 70. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Es gab einen, der ist zu mir gereist, wirklich gereist, mehrere Stunden. Er sagte, ich habe hunderte von Leuten gefragt über diese Angelegenheit und das war eine Fitna in meinem Kopf. Und ich bin zu dir gekommen und wollte dich gerne fragen nach der Sache. Diese Themen sind sehr gefährlich. Die können jemanden zu einem Kafir machen. Deswegen lernt diese Themen, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis geben. Das heißt, Allah löscht, was er will. Er löscht diese 50 Jahre. Und aufgrund von was? Durch die Verwandtschaftsbande, die er gepflegt hat. Aber hat Allah das schon gewusst, dass er seine Verwandtschaftsbande pflegen wird? Natürlich. Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wird Al-Alim von den Gelehrten beschrieben. Allah hat gewusst, was damals war. Ya'lamu ma bayna wa la yuhituna bi shay'in min 'ilm. Allah weiß, was damals war und was jetzt ist und was in Zukunft sein wird. Nicht nur das. Und Allah weiß, wenn eine Sache passiert wäre, die nicht passiert ist, was wäre, wenn sie passiert wäre. Allahu Akbar. Al-Alim. Allah weiß das, subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Surat Al-Baqarah, eine gefährliche Ayah, und wisset, dass Allah genau weiß, was in eurem tiefsten Herzen ist. Darum passt auf vor euch. Subhanallah, liebe Geschwister, wir gehen heute so ruhig schlafen. Und wenn jemand uns von der Schöpfung bedroht, können wir die Nacht nicht schlafen. Aber wir gehen nachts schlafen und Allah weiß genau, was wir im Herzen tragen. Und wir schlafen wie ein kleines Kind, wie ein Baby, der keine Sorgen hat. Deswegen soll man lernen, Allah weiß, was in unserem Herzen ist. Von ihm, von ihm, von ihm, von mir, von euch. Allah weiß es. Subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah azawajal uns nicht erst sterben lassen, bis er mit uns zufrieden ist. Allahumma. So schreiben sie diese vier Sachen. Sein Lebensalter. Nochmal. Seine Versorgung. Und ihr wisst auch, Al-Laylatul Qadr. Was ist Laylatul Qadr? Die Nacht im? Okay, richtig, aber die Nacht von Ramadan. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. In dieser Nacht werden auch die Versorgung geschrieben. Denn es gibt jährliche Versorgung. Ja. Allah lässt alles niederschreiben. Subhanahu wa ta'ala. Aber das Entscheidende ist wo? Auf der wohlverwahrten Tafel. Aber es gibt andere Dinge, wo etwas niedergeschrieben wird. Dann werden auch, liebe Geschwister, wird niedergeschrieben, werden ebenfalls seine Taten niedergeschrieben.
was er machen wird an Taten. Die Taten der Höllenbewohner oder die Taten der Paradiesbewohner und ob er glücklich oder traurig sein wird. Und hier sind die Leute in Fitna gefallen. Inwiefern sind sie in Fitna gefallen? Die sagen, wenn Allah für mich geschrieben hat, dass ich das Höllenfeuer bekomme, was nützen mir meine guten Taten? Und genau das ist passiert in der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wo er gefragt wurde, vielmal amal, was nützt uns dann noch etwas an guten Taten zu tun? Afalana takilu ala kitabina, sollen wir uns nicht nur darauf verlassen, was in unserem Buch niedergeschrieben wurde? Schaut mal, was er sagte. I'malu, handelt, macht gute Taten. Er sagte, kullu muyassirun lima khuliqala. Denn jeder wird zu dem geführt, wofür er erschaffen wurde. Was heißt das? Wir müssen weiter im Hadith nachschauen, dann hat er Ayat gelesen. Sallallahu alaihi wasallam. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَى بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Was aber den anbelangt, der dann Allah fürchtet und an Al-Husna glaubt, das heißt, er weiß, wenn er gute Taten macht, dass er mit diesen Taten morgen Allah begegnet und Allah ihn dafür belohnt, so wird Allah ihm den Weg zum Guten leicht oder schwer machen? Leicht machen. Ich will euch als Beispiel nehmen. Wer von euch betet seine 5 Gebete? Ganz im Ernst, ja? Wir sind hier in der Moschee. Okay. Die Leute, die im Umkreis sind von euch, beten sie alle 5 Gebete? Nein, viele oder die Mehrheit sogar. Können wir sagen, die Mehrheit nicht. Wenn ich dich frage, du betest deine 5 Gebete, ist es so, dass du tot ins Bett fällst durch die 5 Gebete? Allah hat es dir leicht. Allah hat es dir leicht. Gibt es Leute, die so noch zusätzlich neben den 5 Gebeten beten? Zum Beispiel in der Nacht. Warum? Allah hat es ihnen leicht gemacht. Es wird authentisch überliefert, wie Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala sagte, von Uthman ibn Affan radiallahu anhu, dass er einmal nach Salatul Layl, was ist Salatul Layl? Das? Alles nach dem Isha-Gebet. Das nach dem Isha-Gebet. Er hat in einer Raka, Uthman radiallahu anhu, bis vor dem Fajr, in einer Raka den gesamten Koran durchgelesen. Allah hat es ihm leicht. Manche Leute, er versucht eine Raka zu beten, der sagt, ich brauche Urlaub. Der hat nicht eine Raka geschafft. Warum? Macht Allah es ihm leicht? Antwort. Jetzt stelle ich euch die Frage, warum denkt ihr, hat Allah es euch leicht gemacht? Weil ihr wollt oder nicht wollt? Weil wir uns an die 5 Gebete halten. Ja, richtig, aber? Weil ihr nicht wollt, deswegen hat Allah es euch leicht gemacht. Er muss die Moschee danach sauber machen, inshallah. Im Übrigen, es gibt eine Überlieferung bei Al-Bayhaqi, dass derjenige, der die Moschee säubert, so ist das die Mahr, die Brautgabe für eine Hurul Ayn. Wir haben diese Überlieferung auch immer so oft den Geschwistern gesagt. Und dann haben wir ihm gesagt, der Hadith ist aber daif. Er ist nicht authentisch. Aber dann haben wir die Moschee sauber gemacht. Möge Allah unsere Brüder segnen. Warum macht es Allah uns leicht? Weil wir es auch wollen. Wallahi, wenn du nicht willst, du kannst nicht. Schaut mal nur Fajr. Manchmal du sagst, ach, ich will gar nicht aufstehen. Fällt es dir dann leicht oder schwer? Sehr schwer. Und das belegt auch die Ayah über die Munafiqun in Surat An-Nisa. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
Qamu Kusala. Wenn sie zum Gebet aufstehen, die Heuchler, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf. Warum? Weil die Heuchler gehen mit einem anderen Herzen heran als der Gläubige, der Mukhlis. Und aus dieser Ayah haben unsere Schuyuch uns gesagt, ist abzuleiten, dass derjenige, der Ikhlas hat, Aufrichtigkeit hat, bereit ist, alle Taten machen zu können. Alle Taten, die er will. Eine Frage: Warum konnten wir im Ramadan die 11 Raka locker beten in der Moschee? Wer betet von uns jetzt noch 11 Raka? Ganz im Ernst. Warum konnten wir es? Weil wir es wollten. Wenn wir es wollen, können wir es? Nein. Und hier seht ihr den Unterschied, liebe Geschwister, wem Allah subhanahu wa ta'ala das dann leicht macht. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ Und derjenige, aber der dann geizt, أعوذ بالله, der geizig ist und nicht an Al-Husna glaubt. Dieser sagt, ach, wo werden meine Taten schon belohnt werden, ich werde gar nichts an Lohn sehen. So wird Allah ihm alles schwer machen. Was wird Allah? Ihm alles schwer machen. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er gefragt wurde? Genau die Frage, die wir stellen würden. Sollen wir uns nicht auf unser Buch verlassen? Khalas. Wenn Allah mich geschrieben hat als Sa'id, was heißt Sa'id? Glücklich, dann bin ich unter ihnen. Und wenn er mich geschrieben hat als Shaqi, das heißt unglücklich, dann bin ich einer von ihnen. Falsch. Wir kennen nicht unsere Bestimmung. Diese steht auf Lauh al-Mahfuz. Keiner von uns kennt seine Bestimmung. Wirst du ein Paradiesbewohner sein? Möge Allah dich unter den Paradiesbewohnern. Wirst du ein Paradiesbewohner sein? Wirst du ein Höllenbewohner sein? Wir wissen es nicht. Also was ist unsere Aufgabe? Wir tun Gutes und verlassen uns auf Allah. Und hier möchte ich nur eins anmerken, dass das so logisch ist, liebe Geschwister. Einer ist hungrig. Und vor ihm liegen Scampis in Knoblauchsoße. Wachteln. Das schönste Essen vor ihm. So, wenn er nur sitzt und sich wünscht, ach, könnte ich essen. Wird er satt werden? Was muss er machen? Er muss essen. Yachi, wer von uns denkt daran, dass er am Monatsende seinen Lohn bekommt und er geht nicht arbeiten? Ich meine jetzt nicht Jobcenter. Wer von uns denkt daran? Du musst etwas tun, damit du auch etwas bekommst. Unser Sheikh Hafidullah hat einmal die Geschichte erzählt. Er hat einen gesehen, unter diesen Johal, möge Allah uns bewahren. Die leben richtig in ungerechten Ländern. Aber eines Tages sagte so ein Mann von ihnen, er sagte, Inna Allah zalim. A'udhu billah. Allah ist ein Ungerechter. Weil er viel Übel erlebt und Hunger erlebt und Schikanen erlebt, sagte er, Allah ist ein Ungerechter. So nach dem Motto, warum tut er uns das an? Dann hat unser Sheikh zu ihm gesagt, A'udhu billah, was sagst du da? Er sagte, ja, schau mal, wie unser Leben ist. Wir leben in Enge, wir haben Kummer, wir haben Sorge. Der Sheikh hat sofort verstanden, den brauchst du nicht mit Koran zu kommen. Er stellte ihn ein paar Fragen geschickt. Er sagte zu ihm, wann hast du das letzte Mal Fajr gebetet? Er sagte ihm, oh, wenn ein Araber sagt, oh, dann nie. Oh, sagte er, oh. Dann sagte der Sheikh, und warum laufen deine Frau und deine Tochter halbnackt rum, indem sie nur ein Sweatshirt anhaben? Er sagt, hast du sie gesehen? Das heißt, er hat sie bestätigt, dass die so rumlaufen. Dann sagte er zu ihm, was denkst du, der Sheikh? Schau mal, Leute, die Hikma haben. Wenn du nicht zur Arbeit gehst, erwartest du am Ende des Monats eine Lohnbescheinigung? Er sagte, nein. Er sagte, und so ist dein Leben, du tust nichts für Allah, aber erwartest von ihm, dass er dir das Leben lebenswert macht. Wie wunderschön. Und so ist die Sache. Deswegen, wir müssen was tun. Und schaut mal, subhanallah, als der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam berichtet von Allah azza wa jalla in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, dass er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala in einer heiligen Überlieferung, Ana inda dhanni abidi bi. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt.
Und Imam Ahmad führt weiter hinzu, authentisch, فَإِنْ ظَنَّ بِخَيْرًا فَلَا وَإِنْ ظَنَّ بِشَرًّا فَلَا. Wenn er gut über mich denkt, mein Diener, dann zu seinem Vorteil. Und wenn er schlecht über mich denkt, dann zu seinem Nachteil. Wie kannst du sagen, Allah wird mich sowieso nicht zu den Gewinnern zählen lassen? A'udhu billah. Dann wirst du auch das bekommen, was du von Allah gedacht hast. Aber nein, wir haben eine gute Vermutung über Allah. Wir machen unsere Taten und so gut wie möglich. Und wenn wir sündigen, dann bereuen wir. Und wir versuchen gut zu den Menschen zu sein, ihnen kein Unrecht zuzufügen. Was kannst du mehr machen? Und ich vertraue auf Allah und bei Allah, ihr werdet dafür das Paradies bekommen. Möge Allah uns allen das Paradies geben. So einfach ist das. So einfach. Ja, Achim, wenn Allah einer Person die Sünden vergeben hat, der 100 Menschen getötet hat. Hast du 100 Menschen getötet? In Berlin frage ich diese Frage nicht. Könnt ihr euch auch vorstellen, warum? Wer von uns hat Allah ihn vergeben? Warum? Weil er bei Allah bereut hat. Ihr wisst, liebe Geschwister, die Qissa von Ashabul Ukhdud, von den Leuten des Grabens im Koran, Surat Al-Buruj, da berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Wahrlich diejenigen, die Gläubigen verführt haben. Was heißt hier verführt, Fitna? Sie haben Feuer in den Gräben gemacht und die Gläubigen hereingeworfen, so dass sie verbrannt sind. Schaut mal die Eier. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبَ. Und daraufhin nicht bereuen. Das heißt, Allah hat ihm was? Die Möglichkeit gegeben, zu bereuen. Deswegen sagte Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, über diese Eier, er sagte, ja Allah, wie großzügig und wie vergebend du bist. Sie haben deine Awliya, deine nahestehenden Freunde verbrannt, diese Muslimun, die Kuffar, und trotzdem bist du barmherzig und gibst ihnen die Möglichkeit zu bereuen. Das heißt, selbst diese hätten Hoffnung, wenn sie bereut hätten. Wie ist das dann mit dir, der du niemals so etwas den gläubigen Dienern antun würdest? Also werden diese vier Sachen geschrieben. Das heißt, die Taten, die du machst sie auf beste Art und Weise und hoffst darauf, dass Allah sie dir belohnt. Und dann kommt ein sehr, sehr gefährlicher Teil, liebe Geschwister. Schaut mal, dann schwört der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, bei Allah, außerdem es keinen gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Jemand von euch wird tatsächlich die Taten der Bewohner des Paradieses machen, bis zwischen ihm und diesem Paradies nur eine Elle entfernt sein wird. Und dann passiert das Geschriebene, es holt ihn ein und er wird dann die Taten der Höllenbewohner machen und geht aufgrund dessen in das Höllenfeuer. Erstmal hier Al-Qasam, der Schwur von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wenn man schwört bei einer Sache, dann ist sie gewaltig. Außer jemand, a'udhu billah, wie diese Leute, die wir heute kennen, der ist nur am Schwören. Wallah, 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 wallah. Das ist nicht der Umgang mit der Religion Allahs Azza wa Jalla. Sondern, wenn etwas wichtig ist, kannst du schwören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in verschiedenen Situationen geschworen, wie auch hier. Es ist wichtig. Und nicht bei jeder Sache. Und noch schlimmer, sie sagen Wallah und dabei lügen sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Er schwört, um die Sache gewaltig darzustellen, einer von euch, er macht die gesamte Zeit. Wie viele Jahre, Abu Bara? 10 Jahre? 20 Jahre? 50 Jahre? Vielleicht auch 100 Jahre. Er macht die gesamte Zeit die Taten von einem Paradiesbewohner. Du siehst ihn. Er betet, er fastet, er liest den Koran, er macht den Dhikr, er spendet. Du siehst ihn. Bis zwischen ihm und dem Paradies nur, was eine Elle entfernt ist, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ, dann passiert das Geschriebene, bedeutet, was Allah für ihn niedergeschrieben hat. Nicht, was aufgrund seiner Taten war, sondern was Allah für ihn niedergeschrieben hat. Denn seine Taten beweisen äußerlich, wir kommen gleich dazu, was? Dass er zu den Paradiesbewohnern gehört.
Und hier haben wir eine andere Überlieferung bei Al-Bukhari, die uns diese Überlieferung erklärt. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Einer von euch begeht die gesamte Zeit die Taten von einem Paradiesbewohner, so wie es den Leuten erscheint. Du siehst ihn beten, richtig. Du siehst ihn fasten, richtig. Du siehst ihn Sicke machen, richtig. Du siehst ihn ein Das machen, richtig. Aber hat er das mit einem gesunden Herz gemacht, die Taten? Nein. Du siehst ihn das jahrelang machen, das ist der Beweis. Jahrelang. Wie Abul Bara, kann einer zum Beispiel die ganze Zeit als Munafiq leben? Natürlich. Gab es sie nicht in der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Er kannte sie. Er kannte die Munafiqun, aber er hat sie nicht getötet. Aus Hikma, mit der Weisheit. Allah hat ihm die Namen offenbart. Hudhayfa radiallahu an, der Geheimnisträger, hatte sie auf der Liste, allesamt. Sogar Umar radiallahu an sagte zu Hudhayfa, Anshuduk. Er sagte, Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fil Munafiqin. Ich bitte dich, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mich auf der Liste der Heuchler gesetzt? Und er hat es ernst genommen. Umar ibn al-Khattab radiallahu an. Schaut mal, die haben nicht die Sicherheit gehabt. Wir hören diesen Hadith, einer begeht die ganze Zeit die Taten von einem Paradiesbewohner, bis zwischen ihm und dem Paradies nur eine Helle ist, dann macht er die Taten von einem Höllenbewohner und geht aufgrund dessen ins Höllen. Wer hat da noch Sicherheit, liebe Geschwister? Aber wer sind diese Leute? Erstmal eine schöne Botschaft. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, Allah ist viel zu barmherzig, als dass er dieses mit seinem gläubigen Diener macht. Alhamdulillah. Auch wenn er sündigt, aber er kehrt immer wieder zu Allah zurück. Allah ist viel zu barmherzig dafür. Wer sind dann diese Leute? Wer sind diese Leute, die die ganze Zeit die Taten der Paradiesbewohner machen? Augendienerei, Ria. Sie wollten den Menschen gefallen, nicht Allah, sondern den Menschen. Sehr gefährlich. Es gibt Leute, die beten nur, damit sie gesehen werden. Es gibt Leute, die spenden, damit sie gelobt werden. Es gibt Leute, die sogar den Dschihad vollziehen, damit die Leute sagen, der war mutig. All das gibt es. Was ist mit seinen Taten? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. In Surat Al-Furqan. Und wir werden uns, sagt Allah Azza wa Jalla, ihren Taten zuwenden. Und wir werden ihre Taten zu verwehtem Staub machen. Ibn al-Qayyim rahimullah sagt, das sind Leute, die entweder kein Ikhlas hatten oder nicht bei der Tat, wem gefolgt sind, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Khatir. Wallahi, gefährlich, liebe Geschwister. Deswegen sollen wir immer auf was aufpassen? Auf unsere Absichten. Auf unsere Absichten. Schaut mal, was einer der Salaf sagte zu den Leuten. Sie haben ihn geliebt. Und er hat vieles gesagt, was ihren Iman gestärkt hat. Schaut mal, was er sagte zu ihm. Er sagte, Wallahi, ich fürchte, dass ich im Vergleich zu euch wie eine Kerze bin. Nach außen gebe ich euch Licht und ihr werdet daran recht geleitet durch dieses Licht. Und von innen drinnen verbrenne ich selber. Nach außen gebe ich euch Licht und der eine von euch wird recht geleitet und macht die Taten der Paradiesbewohner, ich selber. Aber weil ich das nicht mit Aufrichtigkeit gemacht habe, was? Ich verbrenne in mir selber. Gefährlich. Sehr gefährlich. Wisst ihr, was das Lustige ist heutzutage, wenn du einen Vortrag machst über Ikhlas, genau über dieses Thema, Aufrichtigkeit, du sagst, kenne ich schon, habe ich schon. Der denkt, der ist Muchlis. Wer denkt, dass er aufrichtig ist, so ist er was? So ist er nicht aufrichtig. Einer der Salaf sagte, Wallahi, ich habe immer wieder versucht, mein Ikhlas zu erneuern, bis ich gesehen habe,
dass sich einfach nur die Farbe vom Ikhlas geändert hat. Also ich habe den Ikhlas nie richtig erreicht. Überlegt man, Mujahid rahimullah ta'ala, Afan, Tawus, der Schüler von Ibn Abbas, Mujahid ist auch der Schüler, aber Tawus saß einmal an der Kaaba und machte Unterricht. Und damals war nicht wie Facebook und TikTok, dass jeder Unterricht gemacht hat. Wer an der Kaaba Unterricht gemacht hat, das heißt, das waren die wissendsten Leute, die richtigen Ulama. Und Tawus hat einen Unterricht gemacht. Dann kam Al-Hasan al-Basri zu ihm. Einer der Salaf, er kam zu ihm und sagte und flüsterte ihn ins Ohr, wenn du dir gerade ganz toll vorkommst bei deinem Unterricht, dann solltest du deine Sachen zusammenpacken und gehen. Tawus hat seine Sachen zusammengepackt, ist gegangen. Ist gegangen. Nicht, weil er sich toll vorkam, sondern er hat so eine Angst bekommen von den Worten von diesem Salaf. Ein anderer, liebe Geschwister, Mujahid, rahimullah ta'ala. Mujahid war der Schüler von Ibn Abbas. Er sagte, bei Allah, ich habe dreimal den Koran mit Tafsir von Ibn Abbas gehört. Mujahid machte die ersten zwei Jahre Unterricht. Dann hat er seine Unterrichte eingestellt. Die Leute kamen zu ihm und sagten, ja Sheikh, wir wollen weiter von deinen Unterrichten profitieren. Er sagte zu ihm, gib mir Zeit. Wisst ihr warum? Er hat sich selber nicht als Muchlis, als Aufrichtiger gesehen und hat nochmal lange, lange, lange Zeit seine Absicht erneuert. Und dann hat er erst wieder mit den Unterrichten weitergemacht. Unser Sheikh, Sheikh Muhammad Amin al-Shinqiti, rahimullah ta'ala rahmatan wasi'a. Sein Sohn berichtet, Sheikh Abdullah, er sagt, mein Vater hat einmal ein gewaltiges Exemplar geschrieben, niedergeschrieben, tausende von Seiten. Und ihr wisst, Sheikh Muhammad Amin al-Shinqiti, einer der größten Ulama in unserer Zeit sozusagen. Aber er ist schon verstorben, rahmatullah. Dann kam sein Sohn eines Tages, Sheikh Abdullah, nach Hause. Er sagte, ich sah nur, wie mein Vater alle seine Seiten zerrissen hat. Dann habe ich gesagt, oh Vater, das ist ein wertvolles Buch, was du geschrieben hast. Du hast so viel Herzblut reingesteckt. Warum hast du es zerrissen? Er sagt, mein Sohn, ich fürchte, dass ich es nicht mit Aufrichtigkeit geschrieben habe. Und sein Sohn hat später versucht, in einem Gedicht das zusammenzufassen, was sein Vater in tausenden von Seiten geschrieben hat. Allah. Wallahi, Akhwa, keine Tat wird uns etwas bringen, wenn sie nicht einzig und alleine für Allah ist. Und subhanallah, es gibt Leute, sie haben eine Götze in ihrem Herzen, sie sehen sie nicht. Aber sie machen alles für diese Götze. Und diese Götze, wisst ihr, was das ist? Die Größte. Diese Götze ist, dass sie einfach nur den Leuten gefallen wollen. Sie machen das für die Menschen, ihre Tat. Wir haben einmal ein großes Seminar in Frankfurt gemacht. Ein Bruder sagte zu mir, ein Bruder, mashallah, der hat gespendet für das Seminar, er hat fast alles selber finanziert. Ich sagte zu ihm, subhanallah, wo ist der Bruder? Ich wollte mich bedanken bei ihm. Er sagte, er ist nicht mal da. Er will auch gar nicht, dass man das weiß. Deswegen sagte Jakob ibn Makfuf, rahimullah ta'ala, er sagte, al-mu'min, au al-mukhlis, afan, al-mukhlis, der Aufrichtige, ist der, der seine guten Taten genauso versteckt wie seine schlechten Taten. Stellt euch vor, einer hätte in der Nacht Alkohol getrunken. Würde er sich trauen, in die Moschee am nächsten Tag zu kommen und sagen, oh, hat das gebrodelt in der Nase. Pff, wer würde das machen? Keiner würde seine Sünde offenbaren. Einer hätte einen versauten Film geschaut. Würde er kommen am nächsten Tag und sagen, er hätte das getan? Was würde er mit diesen Taten machen? Verstecken. Unter dem Boden begraben. Und genau so sollen wir das auch mit den guten Taten machen. Und wahrlich, also, wer sind diese Leute, die die ganze Zeit gute Taten machen und dann doch ins Höllenfeuer gehen, obwohl sie die jahrelang die Taten des Paradiesbewohners gemacht haben? Das sind die Heuchler oder... Bitte? Die Ria betrieben haben, das heißt Augendienerei, sie wollten den Menschen gefallen. Und hier sehen wir, das Ende ist das Entscheidende. Wallahi, wenn ihr die Religion Allahs anschaut, subhanallah,
Wann sind die besten Tage im Ramadan? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Am Ende. Am Ende. Am Ende. Allah hat viele Sachen gemacht, was am Ende? Damit du nochmal dir Mühe gibst. Und genauso sehen wir das, dass dein Leben am Ende seine Bestimmung bekommt. Das ganze Leben ist bestimmt richtig, aber da kommt es darauf an. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, keiner von euch soll sich wundern. Das heißt, er soll nicht denken, dieser ist ein Paradiesbewohner oder dieser ist ein Höllenbewohner, bis er das Ende von ihm sieht. Bis er was? Das Ende von dieser Person sieht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, innama al-a'malu bil-khawatim. Das heißt, die Taten entsprechen dem Ende. Und so wie du gelebt hast, so wird auch dein Ende sein. Wer sagt mir, warum hat Allah diese Leute bestraft, obwohl sie auch äußerlich gesehen die ganze Zeit die Taten von den Paradiesbewohnern gemacht haben? Nein. Richtig, sehr gut. Aber wo gibt es einen Unterschied bei ihnen, bei diesen Leuten? Nein. Dass die das nicht bis zum Ende durchgezogen haben. Wo gibt es einen Unterschied? Ihre Taten waren gut, aber ihr Herzen waren nicht. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen den äußerlichen und den innerlichen Taten. Deswegen sagte Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, er sagte, solange ein Diener das Innere mit dem Äußerlichen einhergehen lässt, solange braucht er nicht das schlechte Ende zu erwarten. Das schlechte Ende zu erwarten hat nur derjenige, dessen Inneres verdorben ist, wenn auch sein Äußeres